Reiseerleichterungen zwischen Deutschland und Russland sind gerade ein Top-Thema. Und ich würde mich total freuen, wenn noch mehr von euch hier das schöne Stadt St. Petersburg besuchen. Was ist geplant? Welche ganz unerfreulichen Erfahrungen gibt es von Reisenden? Das erfahrt ihr heute von mir. Hallo zu Russland Live. Wenn sich deutsche und russische Offizielle treffen, wie neulich auf dem Petersburger Dialog in Bonn, sind Reiseerleichterungen ein wichtiges Thema. Gerade Vertreter von Verbänden, die die Verbesserung der Zusammenarbeit von Russland und Deutschland zum Ziel haben, haben hier Vorschläge. Für mich inzwischen das zentrale Thema, wenn wir zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit ernst meinen, egal ob wir das im Deutsch-Russischen Forum haben, egal ob wir das beim Petersburger Dialog haben, überall wird von den Akteuren, wir haben es auf der Städtepartnerkonferenz in Düren gerade gehört, als Hauptthema genannt, endlich vernünftige, handhabbare Regelungen bei den Visafragen zu finden. Und ich fordere ja selber schon seit 4, 5 Jahren, dass wenigstens für Menschen bis zum 25. Lebensjahr eine Regelung gefunden wird, die es möglich macht, dass wir Schulpartnerschaften, Hochschulpartnerschaften, relevanten Jugendaustausch bekommen können. Und ich hoffe sehr, dass auch unsere europäischen Partner im Schengen-Raum da endlich einen Schritt nach vorne machen, weil das, wenn man wirklich eine friedliche Zukunft haben will, müssen Menschen sich begegnen können. Und dazu gehören solche restriktiven Visa-Regelungen für die Zukunft verbannt. Ein Reisehemmnis für viele ist in der Tat die gegenseitige Visumpflicht für Russen und Deutsche. Hier gibt es von russischer Seite aktuell Erleichterungen für bestimmte Ziele. Für Kaliningrad, das frühere Königsberg, gibt es ab dem 1. Juli 2019, für St. Petersburg ab dem 1. September 2019 vereinfachte E-Visa für Reisende aus 56 Ländern, darunter alle EU-Staaten außer Großbritannien. Dieses E-Visum bekommt man bis zu 4 Tage vor Reiseantritt auf der Homepage des russischen Außenministeriums und man kann sich in der betreffenden Stadt bis zu 8 Tage damit aufhalten, nicht aber in andere Teile von Russland weiterreisen. Ein ähnliches Projekt in Russisch Fernost brachte steigende Touristenzahlen aus den asiatischen Nachbarstaaten. Und darauf hofft man jetzt auch in Europa. Der Politologe und Ostexperte Alexander Rahr sieht ja durchaus den Westen in Zugzwang. Im Grunde genommen schaffen gerade die Russen die Wiesen für Kaliningrad und für das Leningrader Gebiet ab. Und als nächstes ist möglicherweise Moskau an der Tagesordnung. Wir als Europäer müssen das, was Russland hier macht, sehr positiv auch angehen und uns dafür bedanken und auch die Möglichkeit schaffen, dass Russen ohne Visum vielleicht für 90 Tage herkommen können. Ein Visum für Deutschland ist für die meisten Russen weiterhin nur mit einigem Aufwand zu bekommen. Dieser ist vor allem groß, wenn das nächste deutsche Konsulat weit weg ist, manchmal tausende Kilometer. Hier bleibt nur der Weg über Spezialfirmen in Metropolen, die sich das gut bezahlen lassen. Doch der Visumaufwand ist nicht alles. Ein anderes Thema ist der Grenzübertritt an sich. Während man von Problemen von Deutschen bei der Einreise in Russland seit 10 Jahren selten hört, gilt die Bundespolizei bei russischen Reisenden als sehr streng. Meine Moskauer Kollegin Julia Dudnik ist ja erst zum Petersburger Dialog aus Moskau nach Bonn gereist. Die Einreise am Frankfurter Flughafen hat sie nicht in guter Erinnerung. Am Fenster habe ich ein langes Gespräch mit dem Grenzpolizisten bekommen, habe alle Fragen beantwortet, Reiseziel, wie lange bleibe ich und so weiter. Aber dann hat er gesagt, dass ja, sprechen ist gut, aber man muss auch das irgendwie alles beweisen. Und als erstes hat er mich gebeten, dass ich ihm eben mein Rückflugticket zeige. Ich hatte das zum Glück bei mir auf dem Handy, was aber gar nicht nötig war, weil mein Visum läuft erst Mitte September aus, sozusagen. Das heißt, ich konnte auch eben in Deutschland mein Rückflugticket einfach kaufen und das nicht in Russland machen. Und danach wollte er noch auch wissen, ob ich eine Bestätigung meiner Wohnung habe, ob ich nicht als Obdachlose in Deutschland
drei Tage verbringen will. Auch spannend, ja. Also ich hatte auch zum Glück ein Screenshot vom Airbnb dabei auf dem Handy. Andere Insassen ihres Flugs haben noch längere Zeit am Flughafen verbracht. Das hat aber nicht nur mich betroffen. Es war allgemein sehr lang und sehr langsam, weil andere Passagiere alle auch gecheckt wurden und einige Leute blieben da stehen, denn sie hatten irgendwas nicht dabei gehabt, wie etwa Wohnungsbestätigung oder wenn sie bei den Freunden wohnen, dann ist es noch schwieriger, dann muss das irgendwie auch bestätigt werden. Und ja, manche Leute, die gar nicht jung waren, es waren Männer mit Koffern, die ja ganz irgendwie präsentabel ausgeschaut haben, die waren auch stehen geblieben. Ich weiß leider nicht, wie lange, weil ich musste sehr schnell zum Petersburger Dialog kommen und alle Arbeit machen. Trotz ihrer eigenen Erfahrung war Julia sehr überrascht, als einer ihrer russischen Interviewpartner, Wladislav Belov von der Russischen Akademie der Wissenschaften, im Gespräch plötzlich ebenfalls von seinem Grenzübertritt-Abenteuer nach Deutschland erzählte. Immerhin war er Teil einer offiziellen russischen Delegation und ist im Besitz eines 5-Jahres-Visums für Deutschland. Ein bisschen scherzhaft, aber auch ein bisschen ernst gesprochen ist das Problem die Bundespolizei an der Grenze, die aus ihren Kontrollen manchmal eine Skandalsituation macht. Ich bin selbst ein Beispiel. Ich war schon fast positiv überrascht, dass die Teilnehmer der russischen Delegation heute überhaupt alle einreisen durften. Тем, что члены российской делегации, отдельные члены, несколько человек, с трудом перешли. Einige davon hatten nämlich ihre Not beim Grenzübertritt in Frankfurt. Ich habe solche Situationen in Düsseldorf, Dresden oder Stuttgart schon erlebt. Manchmal wünscht man sich, die Bundespolizei würde bei den russischen Grenztruppen mal eine Schulung machen, wie man sich Einreisenden und Ausreisenden gegenüber freundlich verhält. Wladislav Belov erlebt bei der Einreise nach Deutschland oft Vorkommnisse, die wirken, als würde man Russen pauschal unterstellen, illegal nach Deutschland zu kommen, obwohl sie mit Geld und gültigen Visa einreisen. Julia hat ihn nach seinen aktuellen Erfahrungen gefragt. Man muss bereit sein, nicht nur die Rückflugtickets, sondern alle Adressen des Aufenthalts und viele andere Dokumente dabei zu haben. Man hat mich im letzten Jahr gefragt, wer damals meinen Visumantrag unterschrieben hat. Es war alles in Ordnung, man hat lange im Computer herumgesucht, ich hatte alles ausgefüllt, meinen Antrag für ein 5-Jahres-Visum. Dieses Mal habe ich dann ganz komische Fragen gestellt bekommen und müsste plötzlich meine Kreditkarte vorzeigen. Ich habe die Mir-Card gezeigt, die in Deutschland gar nicht funktioniert. Warum fragen Sie danach? Ich hätte ja noch mehr Karten. Ein Kollege von mir, den Namen der Firma kenne ich nicht, hat als Zeuge sogar einmal eine Situation erlebt, wo eine junge Frau von den Grenzpolizisten so gequält wurde, dass er einen Brief an Herrn Seehofer geschrieben hat. Wenn man das Innenministerium anschreiben muss, da der deutsche Grenzschutz ordentlich arbeitet, dann ist das schon eine unangenehme Sache. War da schon zwischen Deutschland und Russland unterwegs? Egal, ob als Deutscher oder Russe, und habt da selbst schon negative oder auch positive Erfahrungen gemacht? Schreibt es doch in die Kommentare. Eure Erlebnisse interessieren uns als Vielreisende zwischen unseren Ländern wirklich sehr. Dieser kleine Beitrag war der letzte in dieser Saison. Und im August hat Russland Live eine kleine Pause. Aber keine Angst, im September geht es weiter mit aktuellen News am Mittwoch hier aus St. Petersburg. Alle bisherigen Clips unter dem Link. Und seid bald wieder dabei.